Herzlich willkommen, moin moin Leute, neue Runde LS22, nordfriesische Marsch, heute Gewächshausversorgung. Und ja, wenn es gut läuft, kriegen wir heute drei Gewächshäuser an den Start, die auch produzieren. Dabei müssen wir wieder selber ein bisschen eingreifen, unterstützen, tätig werden hier. Und ja, das kriegen wir hin, ne? Wir brauchen nämlich noch Leerpaletten, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Erde, dass wir nicht dran vorbeifahren würden. Und natürlich dann geschickterweise zum Boostern auch gleich ein bisschen Dünger, also Flüssigdünger. Herbizide müssen wir noch mal gucken, wie viel aktuell im Separator schon drin ist. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht genug für alle Gewächshäuser. Ja, dann müssen wir gucken, was wir einstellen. Also Tomaten haben wir schon gehört, brauchen wir mittlerweile zwei Stück eigentlich, um die Produktion zu versorgen. Zwei reichen noch nicht oder zwei reichen? Du kannst auch Mais in der vorletzten Wachstumsstufe, also 5-6 Hexe mit demselben Ertrag wie 6-6 oder in der Erntestufe. Ja, ich würde jetzt im August, würde ich jetzt noch nicht Mais häckseln. Das machen wir im September. Also in der letzten Wachstumsstufe. Erntereif würde ich auch nicht abwarten, weil das sieht dann einfach zu trocken aus. Das sieht einfach so aus, als wenn man es dreschen sollte, finde ich. Aber in der letzten Wachstumsstufe, 6 von 6, das werden wir machen. Danke für die Info. Guten Morgen, moin moin. So, schöner Haufen voll mit Erde hier. Das ist die dritte Fuhre. Damit haben wir immer drei neue Gewächshäuser platziert. Fällt finanztechnisch gar nicht so doll auf aktuell. Trotzdem noch fast 1,2 Millionen. Und wir haben beim letzten Mal das Zentrallager ziemlich gut gefüllt. Also wir haben kein Problem. Und lassen heute nur noch, heutigen Sonntag, ne, nicht in der heutigen Folge, nochmal eine schöne Verkaufstour erstellen. Wir wollten, glaube ich, auch irgendwo noch ein Sojafeld kaufen. Wie war das noch? Ich weiß aber nicht mehr, welches Feld Soja drauf war. Denn die Sojaölsparte läuft ja noch nicht in der Ölproduktion. Sonst ist da so gut wie alles aktiv. So, 1, 2, 3. Dann kann er danach mal Saatgut organisieren, ne? Also so viel kriegen wir ja gar nicht, aber ein bisschen was werden wir wohl haben. Haben wir eigentlich da irgendwie Saatguthof? Das ist auf jeden Fall der Eingang, ne? Da kann man einfach Standard Hof nehmen, das, was wir sonst immer auch genommen haben. Einfach Hof. Moin. Guten Tag am Sonntag. So, einmal schnell mal hier dahin verteilen, was hin soll. Hier haben wir auch keine Holzkisten am Start tatsächlich, ne? Autosave läuft gerade wieder. Nö, hier haben wir eh keine leere Holzkisten. Dann müssen wir hier auch nicht auf Kürbis senden. Lassen wir das einfach hier bei Tomate, Erdbeeren. Alle übereinander? Ja, sind alle übereinander. Ja, das wird unsere Liste natürlich nochmal wieder deutlich verlängern hier, ne? Tomaten, also hier machen wir dann mal wegen Salat. Blumenkohl. Rotkohl. Bis zu 1000 kommt da raus pro, wenn alles gut geboostert ist.
Dann machen wir hier nochmal komplett Tomate. Nur Tomate. Ja, sieht noch ziemlich vertrocknet aus. Und hier drüben Kürbis und Pilze. So machen wir das. Gut, dann brauchen wir jetzt Wasser. Die Leerpaletten. Ja, oben haben wir jetzt, ne? So, die Leerpaletten kommt von hier. Was sind das viele? Also viel, oh ja, so viel. Gut, wir können ja überall 10, sind überall 50.000 drin, das passt schon. Gar nicht mal so viel, viel schlimm, zu viel. Es reicht, wenn sie vorbeifahren, aber dann müssen sie da langsam vorbeifahren, ne, damit sie wirklich eine Reparatur abkriegen. Ich habe sie ja in Wild West, habe ich ja zwei Stück an der Hofplatz-Einfahrt gebaut. Weil gerade wenn sie dann beim Abbiegen-Vorgang sind und da reinkommen, also wenn sie mit Vollgas durchfahren, wird wahrscheinlich wenig repariert werden. Und wenn sie da aber, weil sie eh gerade in der Kurve sind oder kurz danach eine Kurve ist, wenn sie dann da durchfahren, dürften die auch gut repariert werden. Gucken. 180.000. Ich weiß gar nicht, wie viel passt pro Gewächshaus rein. 60.000. Wenn wir so voll machen, dann ist es halb voll. Dann bleiben noch 2.000 übrig fürs erste. Ihr merkt, wie schnell das jetzt geht vom Abladen, oder? Das ist halt der Unterschied, ob 200 Liter pro Sekunde oder 500 Liter pro Sekunde. Pro Palette, ne? Kleiner, aber feiner Unterschied. Arbeit beendet, Arbeit beendet. Jetzt haben wir 32 Bedürfnisse da oben, davon lassen wir uns mal nicht mehr beirren. Das ist. Gut, der hat jetzt erstmal hier nichts. Wir müssen jetzt erstmal die hier wegverteilen wieder, ne? Weil die haben, sag ich ja, Priorität. Willkommen in Ihrem Class. Ebenso. Hier ist alles gepflügt. Wenn wir. Ja, gut, der kann ja wiederkommen. 65 wird gepflügt. 67 fehlt noch. Uff, da muss noch irgendwas gekeilt werden. Wer hat das im Griff, Leute? Ich nicht. 58, aber da wächst Mais drauf. Nö, nö, ich glaube, wir sind durch mit Kalken. Werkstatt. Moinsen. Magst du Skoda? Ne, mag ich nicht. Golf auch nicht. So, ja, machen wir später. Später im Laufe des Vormittags. Dämann, vielen Dank für die 18 Monate, anderthalb Jahre. Danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. So, der ist auch wieder voll, will Steine irgendwo wegbringen. Der ist aber auch. Sieht so aus, wenn er bald tanken müsste. Aber hier ist ja theoretisch. Obwohl die Werkstatt, die fahren die nicht an, ne? Als Tankstelle, oder? So, wie viel Saatgut haben wir denn? Wir brauchen eigentlich alles, glaube ich. Ist aber auch genug. Guck mal, über 100.000.
Vielen Dank, Sven. Für den 18. Monat auch 1,5 Jahre. Vielen, vielen, vielen Dank. LKW brauchen wir doch. Geht nicht, wenn der Drescher hier steht, scheinbar. Das ist ja die sich überschneiden, weil die Einzugsbereiche recht groß sind. Deswegen, ach so, das ist dann erst noch zur Düngerproduktion. Überfeld 27. Ich werde nochmal gucken. Aber das war, glaube ich, noch nicht mein Feld, ne? Oder? Mal gucken, welches Feld du meinst. Das soll, da ist eine Produktion drauf. Da steht unsere Ölmühle und die Textilproduktion. Mal 48.000 Flüssigdünger ist ja auch nicht verkehrt. Irgendwann mache ich wahrscheinlich nochmal einen zweiten Trigger, ne? Einen für Flüssigkeit und einen für Schüttgut. Ist ein bisschen schöner eigentlich. Ja, nee, Strom brauchen die Gewächshäuser ja gar nicht, um zu arbeiten. Ist ja nur Booster, ne? Also das kriegen sie ja automatisch die nächsten Stunde dann. Nee, weiß ich gar nicht. War, glaube ich, fester Dünger, oder? Aber es kann auch Flüssigdünger sein, ich weiß nicht mehr genau. Was da immer noch dekomäßig irgendwo am Seitenwarenrand rumsteht. Ach, die leeren Holzkisten habe ich gerade eben vergessen, als ich so geschickt. Wir könnten ja noch benennen, ne? Gewächshaus 1, 2, 3, 4. Damit wir wissen, immer oben drinnen steht, fehlt irgendwas, welches es ist. Also können wir 12.000 Liter flüssig Dünger pro abladen. Danach nehmen wir den natürlich auch für Wasser, ne? Ist klar. Herbizid habe ich noch nicht geguckt. Müssen wir nochmal gucken. So. Bis 36 runter. Und bis 12. Mal gucken, wo ich gleich den Wassertrigger platziere. Oh nein. Kurz abgelenkt. Den einfach hier hinten mal irgendwo zwischen platziere am Graben.
Während er jetzt auffüllt, können wir einmal kurz in die Produktion abchecken. Separator. Ist der. Was ist denn hier? Den mal jemand umbenannt. Nicht. Kann natürlich sowieso alle Produktionen nochmal durchgehen. Gewächshäuser, Glas, Heizkraftwerk, Holz, Kalk, Kies, Kompost, Labor, Molkerei, Obstbäume, Pelletsrefinerie, Saatgut, Sägewerk, Schlachter, da ist er doch. Oh doch, 20.000 herbezieht hätten wir, was 5.000 hier pro Gewächshaus entsprechen würde. Achso, ich muss ja hier vorne hin, ne? Damit kann man schon was anfangen. So, und damit die schon mal anfangen können, obwohl, nee, Saatgut fehlt ja auch noch. Feld 18. Dann steht er da gleich. Jetzt brauchen wir ein paar die Holzkisten für die Kürbisse. Nö. Willkommen in Ihrem Glas. Die Windmühle steht zweimal im Weg, wa? Meter. Ja, erster Wegpunkt. Spaß. Hat das gerade das geschnallt? Ja, hat er geschnallt. Einmal klicke ich jetzt so schnell schon wieder weg, bevor das übernehmen kann. Einmal noch zu Tischler rüber. Kisten holen. Und dann produzieren wir noch nicht alles, ne? Ich habe noch gar nicht alle Bäume. Pfirsich und Mirabellen, glaube ich, habe ich ja gar nicht gemacht. Stimmt's? Hätte ich einfach hier rumfahren können. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ja, da kommt unser Saatgut. Sehr gut. Sehr gut. Es kommt Saatgut. So, hier kommen noch die Holzkisten.
Aber auch alles, was wir an großen LKWs gerade haben, hier am Start, ne? Ach, Holzkisten werden auch nur so wenig angenommen. Mist. Also mal alles, was wir sonst beim Tischler noch kriegen, weil da beim Tischler waren wir noch nicht, ne? Das war alles, was wir da kriegen, dann zum Zentrallager fahren. Gut, dann brauchen wir noch Saatgut, dann holen wir noch Herbizid ab und dann haben wir die Gewächshäuser alle schick. Hat natürlich eine Folge gedauert, ist klar. Aber dauert halt auch eben sowas, ne? Das sind drei Produktionen. Wenn sie natürlich alle irgendwo das gleiche sind, sonst trotzdem haben wir jetzt drei neue Produktionen wieder in Betrieb genommen. Und auch bald, wenn wir den neuen großen Kuhnachschub kriegen beim Rinderhof, dann sehen wir eben auch zu, dass wir dann die Käserei und so kriegen, ne? Oder in dem Bereich mal Gas geben. Wie viel Saatgut kann ich noch pro Gewächshaus abgeben? Steht da ja so nicht, muss ich hier im Menü reingucken. 25.000. Das geht. Dann können wir ja die voll machen immer. Und der Rest geht dann in die erste. Es wird grün. Müssen wir dann auf Einlagern stellen, ne? Das wird wahrscheinlich noch auf Auslagern oder so gestellt sein. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir mit dem noch irgendwie, was weiß ich, irgendwas Schnitzel. Ja gut, diese Hackschnitzelfräsaktion, ne? Um Felder zusammenzulegen. Da wäre er natürlich ganz gut, um auch Hackschnitzel dann zur Zeltschaft zu fahren. Gut, aber geschafft. Jetzt noch einmal Wasser weiter verteilen, weil Wasser kann da deutlich mehr hin, ne? Wasser wird ja auch viel verbraucht hier. 100.000 Liter pro Gewächshaus. Ich lasse mich nicht ärgern, du. Ja, wir wollten Bayern Tuchel vor allem ja auch einen Gefallen tun, ne? Tuchel war ja richtig genervt. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Also, ne, wie gesagt, kann Tuchel auch verstehen, wenn man das so angekratzt ist, weil ja auch immer rumgejault wird bei Bayern. Ja, der Jaulverein schlechthin, ne? Einmal schlechte Leistung gezeigt und schon wird alles wieder in Frage gestellt. Das ist so ein alberner Verein. Unglaublich. Aber war eine gute Wiederaufbauhilfe. Habe ich aber auch schon gesagt, es wäre total egal gewesen, wer gegen Bayern spielt. Jeder wäre unter die Räder gekommen. Natürlich immer ein bisschen ärgerlich, dass Dortmund ist, aber die ersten 10 Minuten haben schon halt gezeigt, okay, Dortmund, danke. Ich gucke ja sonst auch eigentlich meistens, tu mir das bis zum Ende hin an, aber genauso wie die richtigen Dortmunder Fans im Stadion, hatte ich auch eigentlich auf die letzten Minuten keinen Bock mehr und habe dann ja auch tatsächlich schon früher angefangen zu streamen, was ich normalerweise sonst nicht mache, aber bei der Leistung, es war halt echt schon wieder, ne, Aufbauhilfe, Tuchel und für die Bayern. Aber das Interview war schon cool von Tuchel, wie genervt er war wegen der Kritik. Fühlte sich gleich natürlich wieder angegriffen und angefressen. Aber wie gesagt, Top-Trainer hat's drauf. Und warum das im Pokal nicht klappt, warum die Bayern-Spieler da das einfach nicht auf die Kette kriegen. Aber wie gesagt, ne?
Das ist immer so. Nach so einer Niederlage zeigt Bayern normalerweise in 90% aller Fälle eine Top-Reaktion. Die haben wir gesehen. Und von daher ist nichts unerwartet gewesen. Ja, deswegen. Ich würde haben nichts anderes erwartet. Hab natürlich gehofft, dass es nicht so krass ausgeht und dass man zumindest einen Punkt, ne, einen Unentschieden hätte ich mir gewünscht. Aber das war nach 10 Minuten schon zu merken, hinten zweimal komplett geschlafen. Hummels hammerlangsam im Vergleich zu Sané, keine Chance im Laufduell, null Chance. Dachte der Moderator aus, sieht aus, wenn Hummels stehen würde. Ja, und die Abwehr, die Kopfballverteidigung zum, und dann war das Spiel gelaufen. Nach 8-9 Minuten war das Spiel praktisch gelaufen. In der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, auch Bayern auch kommen. Wir führen zwar 0 Pass schon, da war Dortmund dann drückend überlegen tatsächlich, aber halt nicht konsequent vom Tor. Hat verpasst, den Anschlusstreffer zu schießen. Schießt nicht ordentlich, ne? Auch wieder viel zu viele Torchancen, Torversuche, um eine Chance auf ein Tor zu haben. Dann lässt der Eiskalt ausgekontert. Kane in überragender Form aktuell. Hauptmann, aber es ist ein Unterschied, ne? Ob man irgendwie einen Füllkrug kauft, praktisch hinterhergeschmissen kriegt. Oder eben einen Harry Kane kauft, der zu den Topstars gehört. Ne? Da braucht man sich nicht wundern. Nein, braucht man sich nicht. Das ist halt so. Ist wie es ist. Damit muss man sich abfinden. Management kann nur gut Spieler verkaufen für teuer Geld. Kriegt es nicht hin, das irgendwie selber zu wirtschaften. Und das ist dann so. Das kommt davon, wenn man sagt, haben ja Fühle. Das sagt in Dortmund keiner, Laura. Das habt ihr in Bremen gesagt oder du. In Dortmund sagt das keiner. Für mich wäre Füllkrug auch eher ein Ersatzspieler als ein erste Mannschaftsspieler. Dass er ein deutscher Nationalmannschaftsspieler ist, zeigt das Elend der deutschen Nationalmannschaft ganz gut. Weil Füllkrug ist ja nicht gut. Also jetzt nicht so ein Top. Ne? Also jeder, der in der ersten Bundesliga ist, ist ein guter Fußballer. Ne? Davon mal ganz ab. So weit zu kommen, das schaffen nicht viele. Also muss man schon ganz klar sagen, das sind definitiv gute Fußballer. Also sonst wären sie so weit nicht gekommen. Aber halt dann vielleicht nicht. Ja, nicht so glücklich, nicht so, ach nee, warte mal, ein, zwei Ladungen mache ich noch. Nicht so das Niveau, um halt da Spiele zu entscheiden, ne? Also von Füllkrug war gar nichts zu sehen. Schön sondern noch, auch so. Wo wir schon mal hier sind, ne? Machen wir jetzt nochmal ein, zwei Mal Wasser mehr. Ja, zweite Hälfte, ne? War schon gut. Da hat man auch zwischendurch gut gespielt und auch Druck gemacht, Pressing gemacht, aber haben halt das, ja, ne, wie gesagt, haben es in den ersten 10 Minuten schon verschlafen und dann bei 1-2-0 Rückstand gegen Bayern hinterher zu laufen, ist dann halt auch, ne, halt schwierig. Und Kane schockt schon. Also coole Tore, coole Aktion, cooler Spieler, muss man sagen. Und ich glaube, es ist in der Bundesliga auch, ist er jetzt an Kurassi vorbei, oder wie heißt er? Kurassi? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich bin ja kein Stuttgarter. Bundesliga, Torschützen. Weil die beiden, das wird ja ein spannender Wettkampf scheinbar dieses Jahr. Oder? Ja, Kane ist tatsächlich mittlerweile vor Kurassi, weil er jetzt irgendwie 2 Spieltage verletzt war, ne? 15 Tore in, was sind das jetzt, 10 Spiele? Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord, ne, von Harry Kane. Ich glaube, selbst Lewandowski war noch nicht so weit. Ja, und Dortmund hat halt keinen Torjäger. Keinen. Nicht einen richtigen Torjäger. Und Moukoko traut man es einfach nicht zu. Und einfach mal spielen lassen. Einfach mal 5 Spiele auch mal Moukoko spielen zu lassen und dann zu merken, jo, es klappt oder es klappt nicht. Aber so wie die aktuelle Einsatzzeit ist, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen, mal ganz bisschen. Da fehlt dir die Zeit einfach, um dich einzuspielen mit dem Team. Das ist, ne? Genau, 15 Tore nach 10 Spielen ist Platz 1. Und ich glaube, es ist auch ein neuer Rekord. Also daher, da haben sich die 100 Millionen, was Bayern in die Hand genommen hat, definitiv gelohnt. Dortmund freut sich über einen Plus in den Büchern, weil sie halt die Topstars verkaufen können. Talentschmiede. Ich sage ja, Dortmund ist eine Talentschmiede und ein guter Bundesliga-Verein, aber das, ne, ist es auch. Und so ist es. Ist dann eben so. Deswegen würde ich jetzt trotzdem nicht Bayern-Fan. Aber natürlich hat man auch Respekt vor der Leistung in München. Ist ja nicht von ungefähr, das Ganze. So, aber wir sind bei der Halben. Liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Gewächshäuser laufen. Das ist die gute Nachricht. Wir können uns in den nächsten Folgen wieder um weiteres kümmern. Vielleicht ja den Hofladen platzieren. Dann mal gucken. Vielen Dank, bis gleich und tschüss.